Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. Ja, wir spielen weiter. Wir haben letzte Folge den Besucherraum aufgebaut oder versucht auf jeden Fall. Wir haben hier unseren Zellenblock eingeweiht sowie Metalldetektoren hingestellt am Eingang sowie da. Und ja, jetzt müssen wir den Besucherraum natürlich noch einrichten sowie überlegen, wie wir das hier genau machen alles. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Weil wir müssten hier im Prinzip auch noch einen Zaun hinmachen, damit die da wirklich nur da lang kommen. Was natürlich nicht so toll ist. Gerade. Deswegen würde ich eher sagen, wir machen jetzt einmal einen Zaun. Dahin. Und da kommt da eine Tür rein. Da. So, wie möchte ich eigentlich auch gerne hier unten alles abgesichert haben? Dass da keiner mehr rumlaufen kann. So. Ich hatte auch schon mal, im Singleplayer hatte ich das mal so gemacht, dass man hier im Endeffekt eine Art Personalecke macht, nur wo man halt nur reinkommt, wenn man Berechtigung hat. Aber das ist, oh, die sind am Trainieren, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wir müssen aber auf jeden Fall mehr Wachen einstellen. Definitiv. Ach, das ist Stationierung, das will ich gar nicht. Ich würde sagen noch zwei. Dann haben wir zwei Stück, die offen sind. Und dann hat sich die Sache. So, da müssen wir hier Besucher jetzt haben. Wir brauchen Besuchertische. Genau. So. Stellen wir dann mal so hin. So, machen wir erstmal 6 Stück. Das reicht. Vollkommen. Was wir auf jeden Fall als nächstes erforschen müssen, ist hier die Sachen. Wartung. Und halt hier Grünpflege und so. Sollen wir auch mal machen. Dass wir das machen können. So. Bauern Besucherzimmer ist gleich fertig. Personal. Die sind erschöpft. Aber auch gerade im in Beschlag hier. So, Subvention ist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können uns mal die nächste gucken. Subventionen, Zellenblock B, Bildungsreform, Gefängnispflege. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Und ja, Sicherheitsdingen können wir auch machen. Aber wir müssen dann nur Patrouillen freischalten und dann hier weitermachen. So. Da kommen die Besucher. Sehr schön. Da kommen noch mehr Besucher. Die aber erstmal durch den Metalldetektor müssen, damit da nichts passiert. So. Lass mal rein. Sehr schön. Passt. Futter ist, glaube ich, genug gemacht, ne? Sieht gut aus. Ah, da haben sie auch geändert. Guck mal. Nicht schlecht. So, da kommen die Insassen. Für die Besucher halt. Das passt. Können sie mal schön quatschen. Stups Vater, Sohn, Frau, Tochter, Mutter, Vater, Vater und Mutter, vom Schmiss. So, das haben wir. Jo, dann können wir auf jeden Fall weiter gucken und weitermachen. Küche ist gerade nicht besetzt, das ist klar. So, dann würde ich sagen, wir
Sicherheitschef haben wir schon, ne? Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall hier schon mal mehr Räume. So. Auch wenn das nicht geht, ey. Wow. Okay. Dann macht das halt so, mir doch egal. Dann baut man da erstmal einen Raum. Wir könnten natürlich auch den Gefängnisblock noch weiter bauen. Den neuen. Aber das gucken wir gleich erstmal. Wir müssen jetzt erstmal weitermachen. Zwangsarbeiten. Okay. Ausbildung. Cool. Aber dann essen. Kann man eigentlich hier das. Ach so, da. Mit der Werkstatt. Ah, okay. Ah, okay. Ach, jetzt hat die da wieder alles eingerissen im Bau. Haben mehr. So. Personaltür bitte. Da rein. Und Weg. Auch hier hinbauen. Dankeschön. So. Freigang ist erledigt. Ach ja, ein Straßentor wollten wir auch noch bauen, ne? Fällt mir gerade so ein. Könnten wir hier auch mal machen. So. So. Schön geschützt hier. Weg mit dem Zeug. So, da kommt noch ein Büro hin, natürlich. So, da muss noch Strom hin, sehe ich gerade. So. So, da muss hier ein Stuhl hin. Ein Schreibtisch. Und ein, das da. Aktenschrank, so. Punkt, haben wir. Sehr schön. Na? Bringst du Bacon? Bacon. Oh. So, nochmal drei. Haben wir vier Stück im Umlauf hier. 19 Gefangene haben wir. Da ist wieder einer gefunden worden. Da wird gesucht. Und? Hallo, nix? Okay. Nicht schlecht. Ich verstehe gar nicht, warum der so rum ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. So, Büro ist gleich fertig. Bisschen Kabel noch verlegen. Da haben wir auch ein schönes Tor. Was natürlich sehr gut ist. Zwei Stück. Eins zum Raus, eins zum Reinfahren. Da sind sie gerade die Dingens am Hacken. Da kommt der Schreibtisch angeflogen. Logistik, ach so. Ja, das ist hier, dass die für die gearbeitet wird. Sehr gut. Was schmeißen die denn alles weg? Was soll denn das? Wieder. Was soll denn das? Da sind viel zu wenig Meals gerade. Was ist denn los hier? Stümper.
Machen wir schon schneller hier. Könnten natürlich auch Personaltüren machen, aber dann können die so dadurch. Das ist gar nicht gut. Wie man weiß. Wo sind denn die Polizisten? Die Wachen, die sind da hinten auch rumtouren. Warum? Ma. Pass auf, da machen wir anders. Wir machen hier auch noch eine Tür rein und dann hauen wir da... Ach, hier kann man sogar Fenster bauen. Cool. Machen wir Fenster ein hier. So. So, weil dann können wir hier auch zwei Stück reinstellen. Fertig. Da kommt sowieso auch noch ein Metalldetektor rein, weil wenn wir Küchenarbeit machen, müssen die auch durch den Dingen durch. Ja, ist schlechter als das ganze Ding, ne? Hm. Könnten im Prinzip hier auch noch eine hinsetzen. So. Und dann könnten wir hier auch noch einen reinsetzen, der dann die Türen immer aufmacht. Könnte man auch machen. Das passt. So. Passt. Sehr gut. Alle im grünen Bereich. So, da noch zwei und fertig. Dann haben wir auch zwei stehen und gut ist. So. So, die sind da schon am Quatschen. Gucken wir mal, ob da irgendwas mitgebracht wird. Da wurde schon einer wieder gefunden. Na? Hornig? Nix hat er. Ah ja. Ah, das wissen wir aber nicht so ganz. Ob das so stimmt. So, Klonen werden wir auch direkt mal forschen. Streifen haben wir auch freigeschaltet. Das heißt, wir brauchen nur... noch hier Streife machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warte mal, wie ging das? Ach, Wache Streife, genau. Könnten wir im Prinzip so machen. Und dann könnten wir hier drei Stück. War nicht geht, weil wir zu wenig haben. Jetzt aber Park fertig. Und dann können wir die Streife lassen, können wir laufen lassen. Punkt. Haben wir genug. Passt schon. So. Das heißt, wir haben jetzt, müssen gleich noch zwei Räume bauen für unser Reinigungspersonal sowie Gartenpflege. Gartenpflege, glaube ich, braucht man aber gar kein Personal, ne? Achso, wir müssen ja noch den Vorarbeiter hier einstellen. Hallo? So, dankeschön. Vorarbeiter ist eingestellt. Fertig. Reinigung, Gartenpflege. Gartenpflege weiß ich jetzt gar nicht, aber Reinigung müssen wir auf jeden Fall ein Gebäude haben. Problem daran ist, das würde ich gerne hiermit irgendwie dran bauen. Damit die hier durch eine Schleuse müssen. Nee, das geht gar nicht, sehe ich gerade. Ich hätte hier eine Schleuse hinbauen sollen einfach. Ich hätte hier eine Schleuse hinmachen sollen. So hier, irgendwo. Weil im Endeffekt müssen die ja sowieso hier lang. Pass mal auf, das gucken wir jetzt mal. Und zwar, wenn ich doch eine Schleuse hier reinbaue, in der Mitte. Sagen wir jetzt mal hier.
So. Und hier eine Schleuse reinmache. Das war jetzt eins zu viel, sehe ich gerade. Ein bisschen Tür versetzen, ne? Puh! Demontieren. Die kann auch eigentlich rausbleiben. Das ist doch Latte. Die kann eine Tür reicht. Im Endeffekt. Mach die mal bitte auseinander, damit ich hier den Zaun hinbauen kann. Freunde der Sonne. Ich könnte das so machen. So, dann müsste ich hier eine Tür reinbauen. Da kommen die Metalldetektoren rein und hier wieder eine Tür. Dann habe ich eine große Schleuse. Was im Prinzip alles abdeckt. Ist ja so. So, pass mal auf. Das machen wir jetzt. So, da kommt eine Tür rein, da kommt eine Tür rein. Dann kommen zwei Metalldetektoren rein. So. Da kommt natürlich ein Kabel hin. Ist ja wohl logisch. So, und dann könnten wir die eigentlich wegmachen. So. So. Dann könnte das nämlich alles weg hier. Dann bräuchte ich die gar nicht. Und hier könnten wir dann mal schauen, wie ich das mache. Wir brauchen so einen großen Raum, brauchen wir ja nicht. Gucken wir mal. Im Endeffekt reicht das, wenn ich den so baue. Reicht eigentlich vollkommen. Machen wir auch. Hätte ich den Zaun jetzt eigentlich gar nicht bauen brauchen, aber ist egal. Egal. Pass auf, dann machen wir so. Den können wir wieder abreißen, das passt schon. Und den auch. Und den auch eigentlich. Aber im Endeffekt... Da steht schon wieder der Metalldetektor bescheuert, aber ist egal. Ich hoffe, der funktioniert trotzdem. Und ich würde jetzt sagen, wir nehmen die raus, die Streifendinger. Auf jeden Fall zwei Stück, ne, alle drei, die nehmen wir raus. Gut ist. Die Streife nehmen wir auch raus, weil wir können die besser hier noch zwei reinstellen. Dann passt das. So. Material, Ziegelmauer. Da müssen wir hier eine Ziegelmauer hinbauen. Genauso wie da. Und dann kommt da noch eine... Eigentlich eine Gefängnistüre rein. Jo, packen wir da rein, fertig. So. Und im Endeffekt könnten wir jetzt hingehen und sagen, wir bauen den Zaun bis da so lang. Und... Wir könnten im Prinzip jetzt hingehen und sagen, das wird demontiert. Achso, Demontage Dingens. Das wird demontieren, das. So. Das war da eigentlich schon. Dann reißen wir das noch ab. Das auch. Und dann war das im Prinzip schon. Dann stellen wir hier so drei Wachen hin. Und die müssen da lang. Müssen sie. Die müssen definitiv da rein. Da lang. So, und das wird mein... Ja, Dingensbüro dann halt. Reinigungsding. Und dann passt das. Dann passt das. Essensverteilung, Raumqualität. Okay. Jetzt können wir da doch hingehen und sagen, machen wir da vier Stück hin und fertig.
Achso. So, irgendwas ist wieder erforscht worden. Und zwar die Reinigung. Sehr gut. Genau das, was ich wollte. Putzen. So. Dann können wir zwei einstellen. Und fertig ist die Kiste. Arbeit ist noch nicht freigeschaltet. Zwangsarbeit erforderlich. Okay. Ah, okay. Aber egal. Wir haben unsere Sachen jetzt. Wir haben im Prinzip jetzt eine Schleuse. Eine große, wo die Kantine mit abgedeckt ist, die Küche und der Putzraum. Sowie da haben wir sowieso noch eine. Und das passt eigentlich ziemlich gut. Ich bin sowieso eher der Freund davon, dass wir alles zu haben. Und ich bin auch gleich der Freund mal davon, dass wir hier. Ups. Einfach mal sagen. Zellenblock durchsuchen. Problem ist jetzt natürlich, wir haben keine freien, ne? Also wir werden jetzt einfach mal 1, 2, 3 noch einstellen. Und fertig. Und dann könnt ihr mal den Zellenblock durchsuchen gehen. Obwohl ich mich gerade frage, normalerweise müssten wir hier die Tür auch nicht haben. Weil die müssen sowieso da durch. Deswegen demontieren wir, dann machen wir da nur drei. So, da wurde schon Kippen gefunden. Und da geht das ab. Da wurde ein Handy gefunden. So, die können wir jetzt alle duschen gehen. Erstmal die Zellen durchsuchen. So. Wird der Zellblock mal kurz durchsucht und fertig. So, die Tür haben wir auch raus. Das heißt, da können drei rein. Und fertig. Nochmal vier freie noch. So. Da sind zwei, da sind vier. Das passt. Da wurde eine Säge gefunden. Sehr toll. Sehr, sehr toll. So, Putzraum haben wir. Da wurde eine Spritze gefunden. Ach, das können wir, haben wir ja noch gar nicht, ne? Schmuggel haben wir ja noch nicht. Freigeschaltet. Aber gut. So, was fehlt jetzt eigentlich noch? Hundeführer, klar, bewaffnete Wache, Gärtner. Der Anwalt fehlt noch. Im Endeffekt. So, der Zellenblock ist gleich durchsucht. Das ist schon mal sehr gut. Da sind auch zwei schon in Untersuchungs in Isolation, weil da was gefunden wurde. Tja, Freunde, Isolierung 50 Minuten. Da sind auch drei Sachen gefunden in einer Zelle, krass. Und ein Messer. Haben wir. Der ist mein Isolationshaft hier, Kumpel. Da, weg mit dir. Zwei Stück noch. Weg, Volk. Waffenbesitz. Fehlfall in Waffenbesitz. Drogenbesitz. Weg mit euch. Der Hornig. Aha. Was ist das? Achso, die bringen das Essen rüber. Okay. Da kommen noch ein paar. Der Matkowski und der andere da. Wie heißt er? Hornig. Wo ist denn der überhaupt? Ach, da kommt er. Der Hornig. Ja gut. Gleich ist das. Ich würde auch gleich sagen, wir machen gleich. Ah, den Anwalt, ich weiß nicht. Aha. Wir haben ja auch, wir können ja auch diesen Dingensraum bauen. War das? Da, den Anhörungsraum.
Aha. Der muss mindestens 5x5 sein. Der müsste mal Wände hier hinten irgendwo hinbauen. Mal schauen, wie wir das machen. 5x5 ist natürlich eine Hausnummer. Ich weiß gar nicht, 5x5, was ist 5x5? Gucken wir mal kurz. Er muss ja eigentlich 7x7 sein, mindestens. Das passt sogar. Das passt. Den könnten wir hier hinbauen. Machen wir schon mal. Dann machen wir. Dann reißen wir den Zaun nämlich ab. Und dann ist gut. So. Da machen wir dann die Tür rein, wie hier, und fertig. Da kommen auch Wachen rein. Der stand ja auch da. Ist von Vorteil. Da werden sie schon, haben sie schon wieder was geschmuggelt. Da gibt's ja gar nicht. Wer ist das? James Pennington. Da wurde wieder was gefunden. Eine Gabel. Hä? Okay. Wie ist denn hier eine Gabel gefunden worden? Keine Ahnung. Ich frage mich nur gerade, warum die Arbeiter eigentlich da langlaufen. Na, sollen sie mal. Ach so, also Lager bestimmt. Aber egal, die Folge ist schon wieder vorbei. Und ich würde sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Prison Architect. Schüssingen.